So, bevor es heute losgeht, möchte ich noch kurz eine Sache loswerden. Und zwar, dieses Video ist Teil der Content Week. Das heißt, es gibt jeden Tag für die nächsten 7 Tage ein Video. Und das kann alles sein von Gameplay, Reactions. Vielleicht gehen wir dann noch raus und machen irgendwie was Vlogartiges. Deswegen seid gespannt. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, es hat schon wieder ein bisschen gedauert, aber ich war einfach nur kurz Milch holen. Ja, heute spielen wir mal irgendwie ein neues Game-Tier und das habe ich vor kurzem auf Steam gefunden und ich dachte mir, ja, können wir mal reinschauen, das haben wir mal gemeinsam spielen und zwar die Kampagne. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Also es sah schon so aus, als könnte man hier wirklich alles zerstören und das würde ich irgendwie feiern. Ja, wir sind natürlich jetzt direkt an der Border. Tschüss, Bus. Walk home. Ist das mein Home? Ja, wahrscheinlich eher das hier, glaube ich. Also das ist ja geil für, dass hier quasi alles, so wie es aussieht, aus diesen kleinen Voxels besteht. Und das quasi halt einfach dementsprechend alles quasi in kleine Teilchen zerstörbar ist. Quasi jeder Pixel davon lässt sich halt zerstören. So, go inside. Hold object, so. Ja. Okay. So kann man quasi schmeißen. So, dann gehen wir mal inside, wie es mir gesagt worden ist. Pick up your tools. So. Okay, die kann ich nicht zerstören. Okay, man kann also nicht alles in dem Game zerstören. Ja. Scheiß Busch, Alter. Ich stehe mir hier im Weg rum. So. Oh. Ah, F-Flashlight. Hier hin. Okay. Vor allem für euch in der Aufnahme. Ich muss das finde ich immer so wie. Weißt du, ich sehe gefühlt gar nichts, obwohl meine Monitor eigentlich halt von normal ist, obwohl man zwar nicht in die Fresse klatschen. Aber in der Aufnahme sehe ich so komplett alles hell, passt alles. Go inside. Okay. Ja, nerv nicht. Irgendwelche Gäste können wir direkt ignorieren. Scheiß drauf, wir brauchen sich durchlesen. Ich gehe mal davon aus, Haus zerstören oder so. Das hier? Ja, okay. Ja, mit so anders zu zerstören. Propane tanks will explode and thrown. Ui. So, ich würde meinen. Oh, Hilfe, das hat Schmerzen gemacht. Hoi. Also ich muss gerade immer den Punkt da unten stören oder scheiß drauf, wir brauchen sich durchlesen. Okay, das Haus fällt noch nicht. Oh, hier sind Baumaschinen. Können wir die nutzen? Jo, das wäre voll geil, wenn wir hier mit dem Bagger einfach reinfahren könnten. Können wir hier mit. Jo, wir können hier mit ins Haus rein. Geil. Geil. Naja, hier hängt das noch komplett fest. Ah, jetzt! Okay. Du willst das ganze Haus einfach mit einem Bagger zerstören. Und rein da! Nur noch den Kamin. Nur noch den Kamin. Und komm schon. Mission accomplished. Get to this escape vehicle. Dann gehen wir mal hier vorne hin. Das muss ich nicht selber fahren. Easy. 5 Minuten ein und eigentlich schon lang für so ein kleines Kackhaus. Ich glaube, hätten wir mal direkt mit dem Bagger so bam einmal mitten rein. Scheiße, Wecker, Alter. So, tschüss, weg mit dir, Wecker. Ich hasse Wecker. Investigation. Ja, fuck, wir hätten das nicht machen. Und die haben ein Bild von uns. Perfekt. Wir hätten das nicht machen dürfen und die haben ein Bild von uns. Okay. Egal, nächste Mission. Die Chemicals. Play Mission. Keine Ahnung, was wir machen müssen, aber. Ja, wer muss schon Missionstexte lesen? So, Map. Fire Alarm, Large Fires will trigger the Alarm, okay. Heißt, wir müssen quasi verhindern, dass wir große Dinge haben. Primary Target Office, Alba Office Factory, okay. Wir müssen die Computer da rausholen. Müssen wir die da reinladen, oder? Gehen wir mal rein. Unser erstes Ziel, ist direkt hier in dem Haus drin. Türen braucht keiner. Überbewertet. Pickup Target. Die zweite befindet sich da vorne in dem Haus. Ich finde es so geil, dass man einfach alles wirklich destroyen kann, dass das Game es einfach zulässt. Okay, alles nicht. Okay, hier kommen wir erstmal nicht rein. Können wir einfach den da reinfahren? Lol, ja, können wir. Easy. Hier in dem Raum. So, mitnehmen. Und der dritte war. Ist hier in der Factory, okay. Wo soll der Laptop sein? Nein, da oben, das ist hier hinten irgendwo. Aber das ist kein Aufgang. Können wir uns dann so eine Art Brücke oder eine Treppe bauen? Ah ja, können wir. Nice. Und wir gehen
Dadurch. Wir gehen einfach hier ins Escape-Wiki rein. Abfahrt. Nice! Zweite Mission. Irgendwelche Login-Devices. Play. Play-Mission. So, dann spielen wir die Mission einfach. Das heißt, wir gehen jetzt auch mal hier rein. Wild Alarm, Box und Fire Alarm. Okay. Hier kommen wir also nicht rein. Das Ding können wir auch nicht. Na, ich kann das Puzzle kann ich nicht nehmen. Kommen wir über den Stein hier? Können wir hier rüberklettern? Ja, können wir. Nice. Wo müssen wir hin? Wir müssen dorthin. Okay, scheiße. Nicht schlossig, aber wir bringen es hin. Hier, der Bagger kommt da rein. Der hier ist mit einem Laserding versehen. Ja, das gefällt mir nicht. So. Der andere ist hier in dem Haus. Ne, ist der immer. Man kann es sein, dass die alle alarmgeschützt sind. Weil die liegen quasi genauso, dass man die quasi hier durchrennen erreichen kann. Ja, hier haben wir so einen fetten Truck. So. Dann können wir jetzt hier mal ganz kurz in das Gebäude reinfahren. Hier ist schon offen, fällt mir gerade auf. Pfeifert. Okay. Ich gehe mal davon aus. Wired Alarm Boxes. Break in Alarm Box or Wire triggers an Alarm. Heißt, wir dürfen die Wire nicht destroyen. Und die dritte ist. Okay, das Ding ist auch alarmgeschützt. Also. Der Plan sieht wie folgendermaßen aus. Wir haben uns das Ding vorbereitet. Jetzt können wir ja das Quick Save nutzen. So, Quick Save. Hat uns ja vorher das Tooltip netterweise erklärt. Also, wir gehen hier rein in dieses Gebäude. Nehmen uns den Laserdinger. Also tun wir hier das Ding destroyen. So, dann springen wir hier raus. Und gehen rüber in... Gehen hier runter, gehen... War hier vorne der Eingang? Ich glaube, ja. Hier, nee, ich sehe... Okay, wir tryen es aber mal. Scheiß drauf. Ich habe eine Minute Zeit. Das habe ich mir so gut hingestellt, dass ich hier noch länger laufen muss. 45 Sekunden, 45 Sekunden. So, ich muss jetzt hier aber außen laufen. So, hier rein. Oh, oh. 25! Ich muss ja noch mal rausgehen. Alle drei Objectives. Nice. 17, 16, 15, 14, 13. Und ich komme ja auch nicht direkt raus. Ich muss hier den Umweg machen über das Ding. Fuck, ich hätte mir die... Nein, 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 nein. 3, 2, 1. Nein. Ich hätte mir das Tor aufmachen müssen. Ich hätte mir das Tor aufmachen müssen. Der Plan an sich war gut, aber ich hätte mir das Tor aufmachen müssen. Ich will hier das Haus brechen. So. Von dem LKW ist nicht mehr viel übrig. Aber, weil wir hier nicht mit dem Umweg laufen müssen, das macht uns so viel extra... Na, ich glaube nicht, dass ich hier reinkomme, oder? Komme ich hier schon rein? Doch, ich komme schon rein. Geil. So. Und jetzt bräuchte ich noch mal ganz kurz für eine einzige Sache. Und hier vorne einmal gegen das Tor. Okay, gut, das war's. Okay, wir kriegen es hin. Wir schaffen das. Gehen jetzt hier hoch und die eine Minute läuft ab. Jetzt. So, die Minute läuft. Wir gehen hier raus. Wir gehen hier vorne hin. Wir fangen an zu sneaken. So, okay, wir sind hier. Jawohl. Guck mal, wie schnell wir jetzt schon so an. Wir haben vorhin viel mehr länger gebraucht. Wir sind jetzt erst etwa ungefähr in das Haus hier reingerannt. Und hier kommen wir jetzt schon wieder raus. Das. Ja, okay, wir schaffen es. Locker. Locker. Das wird nicht ansatzweise knapp. Das wird nicht ansatzweise knapp. Easy. Hier raus. Vorne durch das offene Tor. Ich werde jetzt noch Vollzeit sogar noch hier außen rum zu gehen. Zack, easy. Easy. Easy, 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 easy. 50, 7 Minuten 24 haben wir gebraucht. Okay, continue. Ein Heist machen wir noch.
Amato, ein neues Tool. Wollen wir das neue Tool? Hier. Blowtorch. Okay. Heißt, wir können damit was anzünden. Wir haben kein Gas mehr. Super. Also, ich muss auch das. So. Und. Making Space. Irgendwas Dämonischen. Wahrscheinlich gibt es aber auch wieder eine Sicherung oder ein Zeitlimit oder irgendwie sowas. Mal schauen. Okay, hier haben wir unser Escape Vehicle. Unsere Aufgaben sind. Da, den in den Ocean. Okay. Das Ding, dem. Da kann ich mit. Da kann ich wirklich mit so einem Boot dagegen fahren. Aber es gibt keine Dingssicherung. Okay. Warte. Dann nehme ich mal ganz kurz hier. Wir sind Boot. Eigentlich müssen wir nur hier einmal quasi komplett quer rein. Komme ich hier rein? Ja, komme ich. Das Ziel ist ja eigentlich nur, wir müssen das Ding möglichst abtrennen. Weil sobald ich das sehe, geht es ja quasi einfach nur um das letzte Ding hier. Ja. Heißt, einmal hier so rein. Und durch. Komm, durchfahren. So. Jetzt haben wir hier noch ein paar Säulen. Kann ich die immer mit dem Hammer zerstören? 1, 2, 3 und die letzte Säule. 4. Gut, kriegen wir hin. Aber ich fahre einfach noch mal ein Boot drüber. Jetzt einfach. Boot drüber müsste den letzten. Müsste es den letzten Rest geben. Einfach hier einmal drüber fahren. 1,6 Meter muss das Ding noch kleiner werden. Und er kämpft, das Boot kämpft. Es kämpft. 0,5, warte. Zack. Das haben wir abgeschlossen. So. Ich mach's mal die optionale. Ah, ist weit weg. Dann mache ich erst die Be Quiet. In der Hoffnung, dass ich damit aber nicht irgendwie dann einen Zeitdruck oder so habe. Ich hoffe, dass ich noch fertig machen kann. Ah, ist der hier versteckt? Nö. Nee. Dann ist er über mir wahrscheinlich, oder? Habe ich recht? Habe ich recht? Heißt, wir müssen über mich kommen. Dump in Ball. Okay, heißt, wir machen jetzt hier erstmal ein Loch für den Safe. So. So, erstmal ein Safe mitschleppen. Wer kennt's nicht? Und ins Wasser geschmissen. Und hast. Okay, wir haben aber noch Zeit für das letzte optionale Ding. Da müssen wir nur einmal quasi komplett jetzt hier rüber. Wir können aber hier das Boot nehmen. Oh, vorwärts. Okay, das Boot. Eigentlich hätte ich vor, das Boot hier vorne voll gegenzuhauen, aber das ist schnell. Das behalte ich lieber. Weil dann komme ich schnell wieder zurück. So. Und einmal hier rein und hier oben. Ja, können wir auch so aufmachen. Okay. Hier, was müssen wir denn mit dem machen? Dump, oh, ebenfalls ins Wasser schmeißen, okay. Entschuldigung, wir müssen hier ein kleines Löchlein reinmachen. Und. So. Oh. Kann ich respawnen? Scheiße. Dann habe ich jetzt hier ein Problem. Okay, ich komme jetzt tatsächlich einfach nicht mehr raus. Ich bin hier komplett eingesperrt. Na super. Heißt, wir dürfen den ganzen Heiß nochmal machen. Aber das war's mit der heutigen Folge Teardown. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich gerne über eine positive Bewertung auf dieses Video freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao.